gehabt. Ich bin mal gespannt, wie die sich so spielen lässt, aber ist halt eine der King of the Hill Maps, also gibt es davon jetzt auch 3 Stück. Finde ich gut, dass die ja schon jetzt so schnell gepusht haben, so. Das hat was. Ist auf jeden Fall ganz cool. Career Profile Reset. Was hast du davon bis jetzt gemerkt? So? Was? Mach da. Was ist das? Also, was ich bis jetzt davon gemerkt habe, ist eigentlich nur das. Little Racker, moin, moin, so nebenbei. Schattenkätzchen, schönen guten Tag. Werden. Das heißt, die ganzen Stats, die du am Ende siehst, hier Eliminations und Kills und Average und sowas, die wurden halt resettet. Ja. Und die haben es ein bisschen kosmetisch überarbeitet. Das heißt, die Medaillen sehen jetzt ein bisschen anders aus. Und deine Stats werden halt ein bisschen anders angezeigt. Okay, also nichts Besonderes im Endeffekt. Genau, nichts großartig Besonderes. Es ist meistens nur kosmetisch. Und ich denke mal, sie haben auch ein bisschen die Rechnung angepasst, wie was gerechnet und gewertet wird. Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Aber jetzt nicht so der größte Change auf jeden Fall. Wichtiger sind halt so am wichtigsten... Ja? Entschuldigung, red du fertig. Nee, ich wollte nur sagen, am wichtigsten sind eigentlich die Hero-Changes. Ja, ich hatte halt zum Beispiel heute auch eine ziemlich komische Karte gesehen. Als ich Winston gespielt habe, hatte ich irgendwie Environment Kills und wusste nicht irgendwie, wo das herkommt oder sowas. Also sie haben auch ein paar neue Sachen eingeführt. Beziehungsweise umbenannt. Ich weiß jetzt gar nicht, was es vorher war. Okay. Ja, kenne ich. Okay, wir gehen mal auf die anderen Changes. Wir haben Map Updates. Health Pack Placements have been adjusted across all maps. Hast du davon schon irgendwas gemerkt? Ich muss ehrlich sagen, darauf habe ich nicht wirklich geachtet. Okay, dann erstmal, also auf jeden Fall die Map-Packs irgendwie anders positioniert jetzt. Payload Sizes have been adjusted to ensure that all heroes can move around them in narrow locations. Das ging mir ordentlich auf den Sack auf jeden Fall. Ich hatte oft mit Reinhardt oder mit Winston, dass die Payload mich entweder geblockt hat oder dass die Payload mich einfach mitgeschoben hat und ich dann so beim Winston so in dieser Fallanimation festhing. Das ging mir ordentlich auf den Sack. Finde ich gut, dass die das behoben haben. Vor allem in Dorado war es ziemlich schwer am Anfang bei den 2 Brücken, dass du da unten runter mit dicken Nice Rädern nicht wirklich. War das denn ganz cool? Ja, das ist halt, also gerade bei mir war es ganz schlimm auf Gibraltar. Da hatte ich halt den letzten Encounter mit. Ich kann hier nicht an der Payload vorbei. Die blocken die gerade und ich komme hier als Reinhardt einfach überhaupt nicht vorbei. Das war einfach nur dämlich. Also finde ich gut. Finde ich gut. Gucken, wie sich das auswirken wird. Nubani, significant art changes have been made throughout the map. Also wurden halt Änderungen an dem Stil der Map gemacht an manchen Stellen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, finde ich. Temple of Anubis ist ziemlich wichtig. Temple of Anubis, a new route has been added to reach the second capture point. Linksrum, schätze ich mal, haben die dann irgendwas weggemacht? Die haben links einfach die Wand weggemacht. Das heißt, du kannst jetzt links auch einfach in den Gang rein. Okay, das ist eine signifikante Änderung auf jeden Fall für Temple of Anubis. Das heißt, die könnte auch jetzt mehr bei den Pro-Maps dann vielleicht gespielt werden, weil es einfach mehr Zugangsmöglichkeiten auf den zweiten Punkt gibt. Ja, hi, schönen guten Tag, moin moin. Herzlich willkommen zurück, Mann. Und du hast den Lioncast-Mauspad geholt, Ferdi. Nice, sehr gut. Gute Wahl. Okay, also Temple of Anubis, dann the Temple Gate landing on the second capture point is now wider. Also das mittlere Tor nehme ich an, ja? Ja. Okay. Das ist ein Stückchen weiter gemacht worden. Okay, auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. So, Play Modes, Play vs. AI ist total uninteressant. Killcam für Bots ist auch. Oder ist eine. Ne, doch, Killcam ist für Bots, ist egal. Zaya wurde und Roadhog wurden als AI-Opponents geaddet, scheißegal. Custom Game, added the ability to invite players using their Battletech. Das ist gut, weil da muss man nicht immer alle Leute auf der Friendlist haben. Das ist sehr von Vorteil, finde ich. Jetzt zumindest für mich so aus der Casting-Perspektive. Und weil man einfach Leute nicht immer auf die Friendlist nehmen muss, um mit denen zu spielen. Das ist eine sehr gute Änderung, finde ich. Also, Quality of Life Improvement einmal Ganze. Added the ability to autofill teams with invited players or AI. Gut. Auch Quality of Life, aber eher langweilig. Und AI-Opponents hatten wir gerade schon. Progression Rewards. Da kommen wir doch mal zu einem interessanten Punkt auf jeden Fall. Neue Sprays wurden geaddet. Ist schön und gut. Signature, Cheer und Taunt Emote Rewards are now available for all heroes. Hast du davon mitgekriegt schon? Nee, gar nicht. Ja, gibt's wahrscheinlich nicht in Legendary. Ich denke, wir haben einfach ein paar mehr Emotes geaddet, ja. Ja, die gibt's halt noch nicht in Legendary, deswegen kennst du die noch nicht, hast du noch nicht gesehen. Verstehe ich schon. Weil du öffnest ja nichts anderes. Da muss halt Prioritäten setzen. Nee, ist gut. Sandboxy, moin moin und herzlich willkommen im Stream. Guten Tag. So, dann haben wir noch New Legendary Skins, die hast du wahrscheinlich alle schon, ne? Also Steamboat Bastion, Wooden Bastion, Space Frog, ja, Lucio. Die Bastions finde ich halt nicht so gut. Ja, Bastion ist auch interessant, aber Space Frog, Lucio hast dich auf jeden Fall geärgert, dass du mich doch geärgert hast.
Ne, das ist Karma. Ich hab mich richtig geärgert. It's Karma, Bitch! Naja, ich würde dich jetzt nicht Bitch nennen, aber du weißt, was ich meine. Ne, also um das mal genau zu zitieren. Ja, das ist jetzt Karma. Allein hat Reinhardt heute schon gesehen. Der ist richtig schön in Game. Ja, wir gucken uns die Skins auch gleich nochmal auf dem Stream an, Freunde. Wir gucken uns gleich jeden einzelnen von diesen Skins nochmal an. Wir gehen nur einmal kurz die Patch-Notes nochmal durch, weil gerade die, Hero-Changes werden interessant. Also neue Skins auf jeden Fall, dann Default Emotes have been added for all Heroes, ist okay, aber ist erstmal jetzt nicht so dramatisch. Mercy has been recast for the English version of the game, also die haben einen neuen Voice Actor für Mercy. Klingt halt irgendwie kacke jetzt oder ist das okay? Es ist ziemlich okay, aber was mir aufgefallen ist, ich spiele ja Englisch und sie redet jetzt sehr oft Deutsch. Sie sagt, ihre Standardsätze sagt sie jetzt auch gelegentlich in Deutsch. Sie sagt Danke, sie sagt, Helden werden nicht sterben und was weiß ich. Ich habe mich am Anfang gewundert, dass es vielleicht ein Voice-Bug ist oder sowas. So. Da hat mir der Chat gesagt, das ist so intended. Ja, das ist nicht schlecht, ey. Moin, Knight of the K, schönen guten Tag. Schön, dass du da bist, Mann. Du hast Set 5 gedraftet. Ich dachte, Set 4 wäre noch nicht mal draußen, aber gut. Interessant auf jeden Fall, Sado. Wir gehen gleich... Oh, sorry, nicht du. Wir gehen gleich runter bei Tim. Wir gehen gleich runter, keine Sorge. Wir gucken uns die Patchnotes ja gemeinsam an. Wir gehen einmal von oben nach unten durch. Deswegen keine Panik, aber ich kann mich mal kurz umpositionieren. So, da hast du es. So, dann kommen wir jetzt zu den Hero Balance Changes. Die sind wichtig. Riptire, also Ultimate von Junkrat, wurden die Kosten um 25% erhöht. Finde ich eine sinnvolle Änderung, auch wenn ich Junkrat-Player bin. Das Ultimate von Junkrat ging halt extrem schnell voll. Was sagst du dazu? Ich habe jetzt schon, also das haben sie ja bei mehreren Heroes gemacht und zum Beispiel auch bei Lucio und Zenyatta, die ich halt zum Beispiel auch sehr viel spiele. Und ich muss sagen, es ist für Spieler, die ordentlich spielen, sagen wir jetzt mal, ich hatte ein paar gute Runden mit den beiden, es ist nicht sehr signifikant, weil du trotzdem zu gewissen Situationen deine Ulti ready kriegst. Du kriegst sie aber halt nicht ständig ready. Das heißt, ich hatte zum Beispiel ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, gut, jetzt habe ich es zweimal ready gekriegt und ich hätte es normalerweise dreimal ready gehabt. Also man merkt es schon, dass es weniger ist, aber man merkt nicht, dass es underwhelming ist. Ja gut, aber es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Prozent, dass sie es runtergemacht haben. Ich kann auf jeden Fall nur von Junkrat jetzt erstmal reden, weil den habe ich halt jetzt hauptsächlich gespielt viel in letzter Zeit und deswegen finde ich diese 25% angebracht, weil ich hatte so oft meine Ulti teilweise ready. Das war nicht mehr feierlich. Bei Lucio und Zenyatta, das sind einfach auch sehr signifikante Ultimates, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Okay, Lucio-Änderungen, die haben das Health wieder auf 200 erhöht, die haben Sonic Amplifier, ist das der Right-Click oder der Left-Click? Das ist der Left-Click. Okay, haben die Damage um 20% reduziert, das ist natürlich traurig für ihn. Es geht, Lucio hatte halt durch seinen ständigen Heal und durch die ständige Regeneration hatte halt ein sehr großes Brawl-Potenzial. Das heißt, du konntest stellenweise Leute one-on-one, die du eigentlich nicht hättest one-on-one sollen als Supporter. Ja, macht Sinn. Deswegen ist es gut, dass sie den Damage wenigstens ein bisschen runtergenommen haben. Ja, okay, sehe ich ein. Sound Parry haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also Lucio hat quasi einen HP-Buff wieder gekriegt, der ist wieder auf 200 HP und hat aber dafür einen Damage-Nerf gekriegt und die Ultimate dauert jetzt länger zum Aufladen. Lucio, viable immer noch? Würde ich sagen, ja, oder? Definitiv noch viable. Okay. Dann kommen wir jetzt zur sehr interessanten Änderung, die ich persönlich sehr interessant finde, die May-Änderung. Alternative Fire Projectile Speed increased by 50%. Ich habe ja immer auf meinem Stream auch gesagt, so, dass diese Änderung oder dass der Schuss von der May wirklich immer extrem langsam kam. Deswegen finde ich gut, dass die jetzt schneller schießt. Also 50% weniger Aufladezeit. Ne, Quatsch, das ist Projectile Speed erst, aber die Fire Rate wurde auch um 25% erhöht. Und die Ammo-Kost wurde von 40 auf 25 reduziert, was im Endeffekt bedeutet, dass May 8-mal schießen kann, bevor sie reloadet. Das ist von den Änderungen. Ich habe gegen viele Mace gespielt. Moin, moin. Birdie G, hello and good day, bro. Natürlich alle ausprobieren wollten und ich muss sagen, es ist stellenweise, zumindest von meiner Position aus, sehr frustrierend gewesen, weil ich finde, dass die Fire Rate und der Speed ein bisschen, also der Speed ist zumindest ein bisschen sehr schnell. Du hast halt sehr, sehr große Headshot-Potenzial mit dem Ding und es macht auch echt viel Schaden. Und dafür dann die Fire Rate runterzusetzen, dafür vielleicht nicht den Damage wenigstens ein klein wenig zu nerven, finde ich halt ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, wir kriegen da noch ein ganz klein wenig was dran. Weil es fühlt sich jetzt im Moment an, als würdest du einfach nur mit so, also wirklich mit so wirklich rapide aufeinanderfeuernden Eissplittern getroffen. Die sind ja präzise, die Dinger. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie wie zum Beispiel bei Soldier oder bei Bastion. Die tun auch echt weh, die machen glaube ich 140 Crit, ne? 70 normal, 140 Crit müssten die machen. Das haut schon extrem rein, aber ich finde, weil May wirklich underrated war, die ist halt vom CC her extrem krass. Und jetzt hat sie halt eine Möglichkeit, ihren Right-Tick gut zu benutzen, weil vorher hast du fast
Also entweder war es eine halbe oder eine Sekunde, bis der auflädt. Birdie G! Thank you a lot for your donation, buddy. Much appreciated, man. Let today's donation train begin. Thank you a lot, Birdie G. Much appreciated, dude. Thank you, man. But give me a second, I want to finish the patch notes first. Okay, also auf jeden Fall May more viable. Bitte jetzt gerade nicht donaten, Freunde. Auf jeden Fall mehr viable. Ich wollte jetzt nur nicht reden, das Video auf YouTube. Es ist auf jeden Fall mehr viable und sie ist vor allem mehr viable auf Range geworden. Das ja, ist halt das, was ich definitiv gut finde. Vorher war sie halt richtig, du konntest halt nichts mit ihr machen auf Range, das hat nicht funktioniert. Ja, es ist halt schon extrem krass. So, dann haben wir noch Zenyatta. Orb of Harmony and Orb of Discord null no long stack with each other. Das heißt, das bedeutet im Klartext, man kann jetzt nicht mehr zwei Heals auf einen packen oder zwei Discord-Orbs auf einen packen, weil die sind ja vorher gestackt. Ist eine gute Änderung, finde ich. Und Transcendence Ultimate Charge Cost, hatten wir gerade schon drüber geredet, wird um 25% auch erhöht, also weniger Zenyatta Ultimates. Was hältst du von den Änderungen so? Signifikant oder eher unwichtig? Es ist eher unwichtig. In meinem Competitive Play vor allem hat man halt nicht Doppel-Zenyatta gespielt. Es geht. In den Pro-Games wurde öfters Doppel-Zenyatta mittlerweile gespielt. Ja. Als, da war aber jetzt so eine Taktik, wo du halt zwei Zenyattas, eine Symmetra und ansonsten nur einen Genji plus einen Lucio plus eine Tracer, glaube ich, gespielt hast. Also nur 150 HP-Charaktere. Und die Symmetra hat die alle auf 200 dann gebufft. Und dann gab es halt Doppel-Zenyatta-Ultimate, um die Leute am Leben zu halten. Das war halt, das war halt dann schon viable in dem Moment. Aber da hat man die Orbs auch halt verteilt entsprechend. Also keine signifikante Änderung von dem Stack her, aber die Ultimate Charge Cost, die dürfte auf jeden Fall da signifikant sein, zumindest für diese eine Taktik. Okay, genau. Und ansonsten haben wir noch die On-Fire-Mechanik, die hier jetzt im Spectator-Mode-UI sollte jetzt downgescaled werden auf die Hero-Porträtgröße, ist jetzt auch unwichtig. Auf jeden Fall interessante Patch-Notes und auf jeden Fall cool, dass da einige Skins noch dazugekommen sind. Dann kannst du wieder neue Skins sammeln, Nuki. Vor mir kriegen. Wupp, wupp, wupp. Okay, damit haben wir die Patch Notes durch, Freunde.